obere Zahl eines Buches wird Zähler genannt, die untere wird Nenner genannt. Wir machen jetzt eine Beispielaufgabe. Erst suchen wir eine Zahl, durch die der Nenner und Zähler geteilt werden können. Die 1 würde keinen Sinn ergeben. Deswegen nehmen wir die 2. 6 durch 2 ist 3. 8 durch 2 ist 4. 3 Viertel ist nun unser gekürzter Bruch. Nun ein anderes Beispiel. Zuerst haben wir den Bruch 4 Achtel. Dieser ist durch 1, 2 und 4 teilbar. Diesmal nehmen wir die 4. Wenn wir den Nenner und den Zähler durch 4 geteilt haben, ist unser gekürzter Bruch 1/2. Beim Erweitern von Brüchen macht man theoretisch genau das Gleiche wie beim Kürzen. Nur, dass du mal nimmst, statt dass du teilst. So wird 1/2 zu 2/4 und 2/4 zu 4/8. Den Bruch konntest du nun unendlich mal erweitern. Das Wichtigste, was du dir merken musst, ist, dass du den Nenner und Zähler immer mit demselben Wert teilst oder mal nimmst.